Hallo Leute, mit diesem kurzen Video melde ich mich heute einmal zurück. Frisch rasiert und mit modischer Kurzhaarfrisur. Die Tour in den Norden und die anschließende Rückfahrt mit dem Bus von Chiang Mai über nach Konrad Chasima nach Prachuap Kirikan war strapaziöser als ich dachte. Und deshalb nahm ich mir eine, wie ich finde, wohlverdiente Auszeit. Die Kraxelei hoch zum Wasserfall zeigte mir, dass meine Kondition nicht die beste ist, also muss ich da was tun. Deshalb spaziere ich jetzt jeden Tag einige Runden durch diesen Park, um meine Kondition zu verbessern, und benutze auch diese Trimgeräte. Allerdings maximal eine halbe Stunde, und mir geht es auch nicht darum, in meinem Alter noch Muskelmasse aufzubauen, sondern einzig und alleine um die Mobilität, das heißt Beweglichkeit, Gelenke etc. Und meine einzige Motivation ist, ich möchte noch so lange wie möglich Motorrad fahren und auch wieder weitere Strecken. Das ist momentan mit meiner Kondition nicht möglich. Bin immer froh, wenn ich die halbe Stunde rum habe. Bin absolut kein Fitnessfreak, das überlasse ich gerne Koi. Seit Tagen herrschen hier in Prachuap Temperaturen um die 34 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ich muss mich da wirklich überwinden, jeden Tag in den Park zu gehen. Aber wie sagt man, wat mut dat mut. Übrigens sind wir schon 14 Tage wieder zurück in Prachuap. Die Videos, die ich hochlud, waren alle aus der Konserve, wie Bernd immer sagt. Kommen wir zum Thema Videos. In Zukunft möchte ich mehr Videos aufnehmen, in denen ich mit dem Motorrad in der näheren Umgebung unterwegs bin. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber mir machen sie Spaß und deshalb werde ich sie aufnehmen. Auf dem Zettel habe ich auch Karls Kochstudio. Allerdings müsste ich ja mal eine vernünftige Kittelschürze kaufen. Das geht ja nun absolut nicht ohne Schürze in der Küche. Ansonsten das altbewährte. Unser Alltag, Spaziergänge am Strand, Spaziergänge durch die Straßen, Märkte, Restaurants, Hotels vorstellen, also das, was er eigentlich von mir kennt. Das ist allerdings nicht alleine mein Alltag, so leben viele Ausländer, die längere Zeit in Thailand leben. Urlaub machen und hier leben sind zwei Paar Schuhe. Deshalb sollte sich jeder vor der Auswanderung überlegen, ob er mit den Gegebenheiten klarkommt. Das permanente Leben im Ländle ist nicht so aufregend, wie viele glauben. Hier wird wieder fleißig Abfall und Geäst verbrannt, obwohl seit kurzer Zeit strengstens verboten. In einigen Livestreams wurde gefragt, ob ich nicht auch wieder etwas informativere Videos machen könnte, wie ich sie teilweise in Pattaya machte. Zum Beispiel, was kostet auswärts Essen in Thailand oder Kondomieten in Pattaya, kann ich gerne wieder machen. Allerdings werde ich verschiedene Themen ausklammern. Visa-Regularien, TM30, Krankenkasse oder die viel diskutierte Pflichtversicherung. Aus dem ganz einfachen Grund, was ich heute hochladen würde, könnte morgen schon wieder Makulatur sein. Zu viel ändert sich oder sollte sich ändern in kürzester Zeit. Durchgesetzt wird davon nur wenig. Von den Neuerungen, die vor 2-3 Monaten noch in aller Munde waren, wurden auch nur wenige wirklich realisiert. Im Prinzip blieb alles beim Alten. In Thailand ticken die Uhren etwas anders, nämlich langsamer. Bereits vor 15 Jahren wurde geplant, Pattaya familienfreundlicher zu machen. Dann war mal Ruhe, man hörte nichts über das Thema, dann wurde es mal wieder ausgegraben. Und jetzt zur Zeit scheint es wieder aktuell zu sein, aber wirklich getan hat sich nichts. Damals sollten die ganzen Bars schon in die Außenbezirke verbannt werden. Was passierte? Es wurden zusätzliche Bars eröffnet, gebaut, wie auch immer. Wobei ich sagen muss, dass so eine gravierende Veränderung nun wirklich einen längeren Zeitraum braucht. Das passiert nicht von heute auf morgen. Pattaya hat seinen Ruf weg und da müssen die richtigen Leute die Werbetrommeln rühren, das Image komplett verändern.
Naja, bei meinem letzten Versuch sah ich jedenfalls keine glücklichen Ehepaare am Strand mit noch glücklicheren Kindern, die Strandburgen bauten, und das Nachtleben ist nach wie vor vorhanden. Mal kurz hingesetzt, doch ganz schön anstrengend. Naja, auf jeden Fall, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Nachtleben hin, Nachtleben her. Jeder sollte so leben und da leben, wie er möchte und nach seiner Fassung glücklich werden. So sehe ich das Ganze jedenfalls. Am 9. September hatte ich ein kleines Jubiläum. Ich bin nunmehr 21 Jahre in Thailand und vielleicht demnächst einige lustige oder auch nachdenkliche Geschichten, die ich so im Laufe der Jahre erlebte, vielleicht für einige hilfreich oder auch nur amüsant, bleibt jedem selber überlassen. Mal sehen, geplant ist es, was ich realisiere, noch keine Ahnung, bin ja schon ein halber Thai. Noch ein kleiner Tipp am Rande, wer Probleme mit Behörden, Banken, Versicherungen hat, sollte die entsprechenden Instanzen besser sofort persönlich ansprechen, direkt aufsuchen, weil die meisten Probleme sind doch sehr individuell gestaltet und nur die entsprechenden Instanzen können euch Auskunft geben. Das andere sind alles mehr oder weniger generelle Infos, die auf euch nicht unbedingt zutreffen müssen. Die Kleinen schwänzen nicht die Schule, sondern sie haben einen Monat Schulferien. Ja, Grab, er lud mich gerade ein, mich da hinzusetzen und wollte mir ein Eis besorgen. Naja, immer lustig mit denen. Ja, okay? Ja, meint, er kennt mich irgendwoher, ich kann nicht zuordnen. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, ich bin wir sind halbehalten in Patschuab angekommen. Demnächst wieder Videos im alten Stil mit etwas neueren gemixt und schauen wir mal. Das war's für heute, Leute. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Alles Gute für euch, bleibt mal gesund und wir sehen uns hoffentlich wieder.